Hallihallo, meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung für den Euro Truck Simulator 2 in der Version 1.37. Haben wir wieder ein Auto? Ja, einen VW Passat. Aber nicht nur den Passat, sondern den Arteon können wir uns auch auswählen. 50 MB. Und ja, ihr wisst, ich bin VW-Affe. Und wenn es halt irgendeinen Mod gibt von VW im Euro Truck Simulator, dann bin ich dabei. Aber den Golf 6 habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, ihr wisst ja, ich bin selber Passatfahrer und Golffahrer, also alles beides. Aber das scheint die Facelift-Version zu sein. Also nicht mehr die 2015er. Wir fahren ja den Kombi. Und ich muss wirklich sagen, auch wenn das manchmal nur Show ist, ich mag diese ovalen Sachen. Ja, ich mag das. Meistens ist es aber nur aus einer Tüte kommt das raus, aber die Optik, die macht es. Natürlich wieder ein Mod aus der Türkei. Wir haben hier den ganz normalen Passat, den Arteon, gucken wir uns dann gleich an, wenn wir den zusammenbauen. Glänzt ordentlich und gibt's dieses Auto, weil mir wurde gesagt, diese Autos werden meistens immer aus Forza Horizon genommen, aber den Passat gibt's doch gar nicht bei Forza. Wo könnte der herkommen? Schreibt es mal in die Kommentare, aber jetzt gehen wir erstmal zu unseren Händler des Vertrauens. Ja, ich weiß, es gibt auch andere Autos, die sind gut, aber egal. So, wir haben hier den Arteon. Ja, eigentlich, wie es gesagt wurde, Passat CC, basiert alles auf der Plattform vorne, Front ein bisschen, hier wenig Tropfenform, ne, lässt es so auslaufen und ja. Aber ich bin Kombifahrer, ne, das. So, wieder der Bekannte, ne? Kennt man ja mittlerweile. Und hier kann ich dann auswählen, nehme ich diese oder diese Version. Wobei ich dann eher zum Passat greifen möchte. Wenn ich jetzt die beiden hier habe, würde ich jetzt den Passat lieber nehmen. Ich finde irgendwie, die Front sieht irgendwie geil aus. Dieses Cleane, dieses Gerade, dieses... Und hier dieses Geschwungene, hier in den Scheinwerfer rein. Alles schön und gut. Ja, wirkt jetzt wahrscheinlich noch nicht so mit der Lackierung, aber auch selber jetzt mit dem Dach hier vorne, mit dem Schwarz, das finde ich eigentlich immer richtig nice. Wir bleiben aber bei dem Arteon und haben 160 und 170 PS. Naja, 160 ist es mein Motor vom Golf? Nee, der hat ja nur 1,4er 160. Der 2,0er 170, das passt. Aber unser Passat hat, glaube ich, 190. Ja, genau. Egal. 6-Gang manuell. Wer nimmt so einen Scheiß schon? Wir nehmen nur noch... Ja, Automatik, so wie hier. Automatik. Wer schaltet heutzutage? Was für ein Blödsinn. Ich bin doch kein Neandertaler. Beim Innenraum muss ich sagen, da gibt es viele, viele Abstriche. Ihr könnt natürlich hier oben wieder eure Abstimmung machen. Die geht aber nur noch bis zum 10. Juni. Ich lasse die aber noch drinnen. Aber innen... Ja, merkt man, hier sind noch ein paar Fehler. Die ganze Innenausstattung ist ein bisschen fehlerhaft. Gucken wir uns das dann im Auto nochmal direkt an, wenn wir drinnen sind. Bei den Farben, da müsst ihr... Ah, da gibt es auch ein paar Abstriche. Nicht alle werden gleich genommen. Die sind zwar noch so drin, aber basiert natürlich alles wieder auf den Scout, ne? Und dann werden wir jetzt den einfach mal so machen, so wie wir den aus der Werbung kennen. Vielleicht ein bisschen klar. Lassen wir es einfach mal. Und was kann ich denn ändern? Viele Spots sind natürlich noch aus den Scout hier drinnen. Ne? Deswegen, ja, auch die Sachen, alles Blödsinn. Funktionieren auch gar nicht so richtig. Weg. Bei den Felgen kann man farblich nicht anpassen. Könnte durchaus ein bisschen mehr sein. Und das war's denn, ne? Und der hat hier zwei Tüten. Man sieht es hier ein bisschen genauer. Aber so im Großen und Ganzen sehen die Wagen schon von außen jedenfalls sehr interessant aus. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Gut, da ist er. Wir gehen mal wieder raus. Und ich sage einfach mal, wir schmeißen den Passat mal an und versuchen mal zu gucken, wie schnell er denn fährt. So, beim Sound müssen wir natürlich immer wieder Abstriche machen. Die Scheiben gehen nicht nach unten. Man hört zwar jetzt irgendwie so einen Sound, aber nichts geht. Hier oben, ja, kann man durchgucken, ja, frische Luft. Ah, von außen sieht er halt cool aus. Also von außen
wie das alles widerspiegelt, das ist schon. Oh, Entschuldigung. Das war nicht meine Absicht. Aber wir haben maximal. Also wenn man jetzt hier drinnen sitzt im Auto, dann geht es eigentlich. Dann geht es eigentlich hier, aber man sollte nicht genauer hingucken. Ah. So, jetzt würde ich sagen, wir gehen mal kurz auf die Autobahn. Ah ja. Und test mal, wie schnell er fährt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich diesen Wagen am Fahndienstag wieder nehme. Was sagt ihr? Ja, so richtig schnell ist der aber jetzt auch nicht, ne? So, schauen wir mal Bordcomputer. Dann stellen wir uns hier oben hin, unsere Teststrecke. Und dann würde ich sagen, bremsen wir mal. Geht da ordentlich hoch. Ach, ich ist einfach mal hier an. Eine Jüte, man sollte mit der Technik leben können. So, weil los geht's los. Auf die Plätze, fertig, los! Ich hab eure Stoppuhren am Start. Aber ihr kennt das ja mittlerweile. Kleiner Speedtest. Oh, er braucht. 100 haben wir jetzt erst gerade geschafft. Das dauert. Ja gut, so ein Passat wiegt natürlich über 1,5 Tonnen, ne? Aber warum bauen die nicht ein Kombi rein? Warum machen sie denn nicht noch eine Version als Kombi? Ach Gottchen, ist der lahm. Ja, das ist doch der typische Wagen für Kombis. Dann könnte man eine Hängerkupplung dran machen und dann noch irgendwie, naja, noch eine Fracht transportieren. Schwiegermutter oder so. Ne? Aber nee, nix da. Ja, 165 ist ja, schaffen wir die. Das ist jetzt meine Standard Racing-Strecke. Oh. Gut. Standard Racing-Strecke. Wir haben das auf jeden Fall wieder hier gepackt. Den Wagen hier irgendwo wieder lang zu kacheln. Ja, ihr könnt gerne ein Däumchen da lassen und vielleicht mache ich heute noch Abend einen Livestream, Singleplayer-Livestream. Ihr wisst, um was es geht. Motor ist kaputt. Maximus ist auch kaputt. Und wenn es euch gefallen hat und mehr sehen wollt, dann teilt das Ding. Und wir sehen uns bald wieder. Mit den Worten sage ich, haut rein, macht's gut, bye bye.